Kein Schnittlauch, obwohl doch welcher im Garten ist. Ja, schönen Tag. Naseband, mein Kollege Herr Grass. Guten Tag. Wir haben telefoniert. Sie sind Frau Stemberg? Ja, ja. Sie sagten, es geht um Ihren Chef, Herrn Reimann, ja? Ja, genau. Er ist seit Freitag nicht mehr zur Arbeit gekommen und ich kann ihn auch nirgends erreichen. Zu Hause nicht und nirgends. Ist Ihr Chef denn alleinstehend? Ja, eingefleischter Junggeselle. Und was ist mit seiner Familie? Haben Sie es da schon mal probiert? Ehrlich gesagt, ich weiß nichts über seine Familie. Er hat zwar was von einer Schwester erwähnt, aber ich kenne auch nicht mal ihren Namen. Okay. Alex soll sich mal drum kümmern, ich telefoniere mit dir. Alles klar. Ja, gut. Kann es nicht sein, dass Ihr Chef vielleicht einfach kurzfristig verreist ist? Also, hören Sie, ich arbeite jetzt seit 12 Jahren für Herrn Reimann und in dieser Zeit ist es noch nie vorgekommen, dass er irgendwie verreist und mir nicht Bescheid sagt, geschweige denn krank war. Hm. Nein, 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 nein. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Haben Sie einen Schlüssel? Ja, ja, ja. Er hat ihn im Büro deponiert. Einen Ersatzschlüssel habe ich und den habe ich geholt. Oh, ja. Der Briefkasten ist aber ganz schön voll. Der ist schon ein paar Tage nicht mehr geleert worden. Oh. Machen Sie einfach auf. Ja. Sag Bescheid. Briefkasten ist voll. Also, so wie es aussieht, war Ihr Chef tatsächlich länger nicht zu Hause. Ich meine, es ist alles aufgeräumt, alles sauber. Gerade so, als ob er verreist wäre. Ja, aber sein Auto steht doch in der Garage. Sie glauben wahrscheinlich, ich bin vollkommen hysterisch. Nein, das denke ich nicht. Sie machen sich halt nur Sorgen. Wissen Sie, mein Chef hat ein schwaches Herz. Und ich habe gedacht, dass er vielleicht einen Infarkt hatte und hier irgendwo rumliegt. Tja. Wo ist er nur hin? Hören Sie, höchstwahrscheinlich gibt es eine ganz einfache Erklärung für seine Abwesenheit. Gerrit, kommst du mal bitte? Was riecht denn hier so unangenehm? Ja, der Müll. Das ist alles voller vergammelter Essensreste hier. Essensreste? Ja, ist doch komisch, oder? Ich meine, das gesamte Haus macht einen total ordentlichen und gepflegten Eindruck. Wenn so jemand, der so einen Haushalt führt, wenn der längere Zeit das Haus verlässt, ich meine, bringt er den Müll raus. Ich verstehe das auch nicht. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ihm muss wirklich was passiert sein. Alles klar. Wir fahren sofort hin. Danke dir. Alex hat Namen und Adresse der Schwester ausfindig gemacht. Was denn hier? Soll die Schwester von dem Reimann wohnen? Naja, das ist die Adresse, die uns Alex durchgegeben hat. Ich hab's mir auch ein wenig anders vorgestellt. Das sieht mir hier ganz aus wie sozialer Wohnungsbau. Also, so viel Kohle wie ihr Bruder wird sie definitiv nicht haben. Fritsche. Keiner da? Was ist denn mit meinem Bruder? Was haben Sie mich noch mal gefragt? Also, Ihr Bruder ist seit Freitag spurlos verschwunden. Und ich habe Sie gefragt, wann Sie ihn das letzte Mal gesehen haben. Haben Sie das verstanden jetzt? Ja, weiß nicht. Ich habe schon länger mit Frank keinen Kontakt mehr gehabt. Das ist doch ein alter Spießer, der Frankie Boy. Sitzt mit seinem fetten Arsch auf seinen Millionen ran. Ja, also ehrlich gesagt, wir haben nicht so das beste Verhältnis. Also, ich glaube, ich kann Ihnen da echt nicht weiterhelfen. Okay. Falls Ihnen noch was einfällt oder er sich meldet, rufen Sie uns an. Sie haben aber eine ganze Menge Technik hier. 2 Laptops, ein PC, eine Spielekonsole. War bestimmt nicht billig, oder?
war nicht billig. Hm. Sonst noch was? Im Augenblick nicht. Oder vielleicht doch. Hier. Das Crack, das nehmen wir natürlich mit. Hey, sitzen bleiben. Sie können doch nicht einfach. Liebelein, wir können. Und da kommt auch noch was auf Sie zu. Okay? Also, einen schönen, chilligen Nachmittag noch. Wer erstmal die Schwester und ihren Mann sehen sollen. Und vor allen Dingen die Wohnung. In total desolatem Zustand. Total dreckig und speckig da alles. Ja, die beiden völlig zugefreut. Echt? War so schlimm? Und du bist überzeugt davon, dass sie etwas mit dem Verschwinden ihres Bruders zu tun hat? Naja, die hat eine Menge Technik in der Wohnung. Das kostet ja immerhin einiges. Und so ein Bündel Bargeld lag da noch rum. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, die haben was damit zu tun. Hast du eigentlich noch was über sie rausgefunden? Ja, sie hat diverse Vorstrafen. Jedes Mal Beschaffungskriminalität. Die ist schon seit Jahren drogenabhängig. Also die beiden ziehen auf jeden Fall so einiges weg, da kannst du sicher sein. Auch wenn Crack jetzt nicht so teuer ist in der Portion. Ich weiß nicht, kriegst du ab 5 Euro mittlerweile, oder? Aber das summiert sich doch. So viel wie die nehmen, das geht richtig ins Geld. Ja, aber sie hat überhaupt keinen Cent. Die hat die Schule abgebrochen, hat keine Ausbildung gemacht, ist drogenabhängig, hat dann relativ früh diesen Alec geheiratet. Und bei dem sieht's auch nicht besser aus. Der ist arbeitslos, auch vorbestraft, auch drogenabhängig. Naja. Aber bis jetzt gibt es keine Hinweise darauf, dass der Bruder seine Schwester in irgendeiner Art und Weise finanziell unterstützt hat. Ja, warum sollte der Mann auch? Ich meine, der weiß doch genau, wenn er denen Geld in die Hand gibt. Die setzen es sofort in Drogen um. Ja, aber wenn er ihr kein Geld gegeben hat, woher haben die dann diese ganze Technik? Und woher kommt die Kohle, das Bargeld, das in der Wohnung war? Das ist die Frage. Leute, ich habe mal das Konto des Verschwundenen überprüft. Naja, was soll ich sagen? Seit Freitagabend wurden tagtäglich 1.000 Euro von seinem Konto abgebucht. So viel, wie die Karte hergab. Hey, seit Freitag ist der Typ verschwunden. Ganz genau. Und wisst ihr, wo der Automat steht? Ganz in der Nähe des Wohnhauses der Schwester. Hören Sie doch mal auf damit. Was soll denn der Scheiß? Das ist kein Scheiß. Sie verstoßen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und deswegen durchsuchen wir Ihre Wohnung. Hm? Das war aber nicht sehr clever, das Crack in der Badwitz zu verstecken. Das ist aber mal wirklich eine ganze Menge. Kostet viel Geld, hä? Huh? Mal ganz abgesehen von den Drogen. Wir gehen davon aus, dass Sie hinter dem Verschwinden Ihres Bruders stecken. Ja, alles klar. Mann, wie kommen Sie auf so einen Scheiß? Von seinem Konto wurde eine ganze Menge Geld abgeräumt. An einem Geldautomaten hier ganz in der Nähe. Na und? Ist doch kein Geheimnis. Mein Bruder hat mir die Geldkarte gegeben. Ich kann so viel Geld abheben, wie ich will. Ach ja, und deswegen lässt er Ihnen gleich sein ganzes Portemonnaie her? Das ist ja interessant. Da ist ja nicht nur die Geldkarte drin, sondern auch der Führerschein und der Personalausweis. So, Schätzelein, jetzt hören wir mal gut zu. Wo ist dein Bruder? Mensch, aufwachen! Wo ist dein Bruder? Du nimmst dir das Wohnzimmer vor, du die erste Etage. Ich übernehme die Küche. Alles klar, wir gehen in den Keller. Komm. Sieht aus wie Blut, oder? Ja, da kannst du von ausgehen. Also mal ganz ehrlich, Michael, wenn ihm wirklich jemand was angetan hat, dann würde er doch nicht einfach rumliegen. Das würde man doch riechen. Naja, nicht bei den entsprechenden Temperaturen. Robert, da ist er. Ja, scheint eine ziemlich schwere Kopfverletzung zu haben. Seine Schwester? Der Schlag muss ziemlich heftig gewesen sein.